Herr Schmitz, ein Film über Pückler. Wie kam es dazu? Das ist ein super Typ, ein Vorbild für einen Demokraten. Der war nicht nur Fürst, der war demokratisch gesinnt und ist ein ich habe ja nicht, mit Preußen nicht so viel am Hut, aber das ist so ein exzentrischer, unpreußischer Preuße. Dachte ich, den müsste man mehr bekannt machen. Die Bekanntheit, Sie haben es vorhin schon angesprochen, war das ein Problem, den Film durchzusetzen oder sind Sie auf den Ohren gestoßen? Nein, das ZDF hat das gerne gemacht. Die waren bloß ein bisschen skeptisch am Anfang, weil er nicht so bekannt ist. Und hauptsächlich bekannt ist durch das Eis. Aber wir konnten klar machen, dass das sein großes Verdienst ist, diese Parks geschafft zu haben. Und das Eis so nebenbei. Wie wurde es in Cottbus und Bad Muskow aufgenommen, dass dann ein Film entstehen soll? Na, die haben gerne mitgemacht. 135, 150 Statisten haben mitgemacht. Wir haben angefangen den Film. Da hatten wir noch gar nicht das Geld zusammen. Mit der Beerdigung, da waren 120 Leute dabei im Winter an der Pyramide. Und ja, die waren begeistert. Und die Stiftung, beide Stiftungen haben uns sehr unterstützt in Bad Muskau und hier in Balitz. Der Film wird auf Arte gezeigt? Am Sonntag, den 1. März um 18.17.35 Uhr. Wird dann auch auf Arte wiederholt, muss man gucken in der Zeitung. Und läuft dann beim ZDF Terra X Programm irgendwann im späteren Frühjahr oder Sommer. Das ist noch nicht raus. Vielen Dank. Nachmal gefragt, Sie kennen jetzt schon diese Stunde, wunderbaren Film. Was kann denn der Zuschauer erwarten von diesem Stück Pückler? Ein opulentes Dokudrama mit Pückler unterwegs in Europa, in England, in Frankreich und im Orient. Also ein sehr bunter Film. Und auch in sogenannten Doku-Fenstern etwas über, wie man Bäume verpflanzt, über Baumschulen, über, was gibt es noch? Kopiermaschinen. Über Kopiermaschinen. Er war einer der wenigen, der damals schon eine Kopiermaschine hatte. Also lohnt sich, den Film anzugucken. Im Vergleich zu den Werken, die Sie so vorher schon gedreht haben, gibt es was Besonderes, was Sie so fasziniert hat an dem Werk jetzt? Es hat großen Spaß gemacht, hier in der Region zu drehen, in diesen Schlössern und Gärten. Wir haben natürlich andere Filme, Darwin und Casanova, gemacht. Aber für uns war das auch eine schöne Fortsetzung des Filmes, unseres letzten Films über Casanova. Der Pückler, manche nennen ihn ja auch den deutschen Casanova, war auch sehr beliebt bei den Frauen. Ja, alles klar. Vielen Dank.